Bankenpleiten sind offenkundig bullish, denn seit den Pleiten der Silicon Valley und der Signature Bank sind die Märkte ziemlich deutlich gestiegen. Das Argument hinter dem Anstieg ist, siehst du, die Fed, die erweitert doch ihre Bilanzsumme, also ist das Liquidität und Liquidität definiert nun mal steigende Märkte. Aber stimmt dieses Argument? Es stimmt nicht und das will ich gleich zeigen, denn faktisch ist es schlichtweg so, dass die Banken ja diese Liquidität sich bei der Fed besorgen müssen, übrigens zu einem teuren Zins, so 4,7% etwa im Durchschnitt, weil sie eben die Mittelabflüsse, die sie von ihren Kundeneinlagen haben, kompensieren müssen. Also das, was an Liquidität bei den Banken abfließt, weil es woanders höhere Zinsen gibt, etwa bei Geldmarktfonds, das wird ersetzt durch Gelder von der Fed. Man stopft also die Lücke, aber diese Gelder, die man heranzieht, um diese Lücke zu stopfen, die sind teuer verzinst. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel in Sachen Liquidität und eben kein QE, denn dieses QE, dieses Quantitative Easing, das war wirklich gedacht, um die Kapitalmarktzinsen zunächst mal nach unten zu bringen, um auch die Leitzinsen dann zu senken. Eben um die Wirtschaft zu stimulieren, das war die Idee dahinter, also es war eine bewusste Generierung von Liquidität, um die Zinsen nach unten zu bringen. Was wir hier sehen, ist ein Nullsummenspiel, da fließt Liquidität ab, die muss woanders wieder besorgt werden, zu ungünstigen Konditionen und das Ganze ist eigentlich jetzt nicht wirklich eine logische Erklärung, warum die Märkte nach oben gehen, aber es sind ganz, ganz wenige Aktien, dazu gleich mehr, die diese ganze Geschichte stützen. Ansonsten, der breite Markt ist nicht bullisch, sondern die Indizes werden gezogen durch die großen Aktien wie Apple, Nvidia, Microsoft und wie sie alle heißen. Seit Silicon Valley Bank und auch Signature Bank kollabiert sind, hatten wir jetzt 5 Tage nach unten beim S&P 500 und 13 nach oben. Hier sehen wir das. Wir sind jetzt praktisch auf dem Stand, wo wir gewesen waren bei der Pleite der Silicon Valley Bank. Michael Burry hier als Cassandra sagt, I was wrong to sell. Das ist immer wieder mal ein bisschen kryptisch, was der gute Michael Burry sagt, bekannt ja durch The Big Short. Vielleicht ist das ja auch eine Message, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte Mike Hartnett von der Bank of America gesagt, der Bärenmarkt endet, wenn wir ein Kreditevent sehen. Und klar, die Pleite von 2 Banken ist ein Kreditevent. Hat Michael Hartnett recht? Wir werden uns die Situation jetzt mal anschauen. Hier zum Beispiel sagt ein Twitter-Account, also seit 2008 hat man immer darauf vertrauen müssen, dass die Fed einen Bailout macht. Das gilt vor allem für die Banken. Jetzt vertraut man darauf, dass man too big to fail ist. Und die nächste Bank, die so ein bisschen im Fokus ist, Charles Schwab, ein riesiger Broker mit 34 Millionen Konten und Assets, die hier praktisch gedreht werden von 7 Billionen Dollar, dazu gleich mehr. Also hier sehen wir zunächst mal, was eigentlich diesen Anstieg ausgemacht hat. Hier eine Analystin von der Bank of America. Die zeigt, dass Apple, Nvidia und Microsoft etwa 91% des Anstieges beim S&P 500 ermöglicht haben und dann noch einige Aktien mehr wie Meta, Tesla, Amazon, Google, CRM und AMD, die haben dann insgesamt 160% des Anstieges ausgemacht. Heißt im Klartext, gäbe es diese Aktien nicht, wäre der S&P gefallen und nicht gestiegen. Und hier im Nasdaq 100, der ja bevölkert ist von großen Werten, da sind nur 100 drin und nicht wie beim Nasdaq Composite über 500, da ist es so, dass nur 34%, also etwa ein Drittel über ihrer 200-Tageslinie handeln. Das gilt gemeinhin als bullish, wenn eine Aktie oder ein Index über dem 200-Tages-Durchschnitt handelt. Der Rest nicht. Das heißt, 2/3 der Aktien handeln nicht über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Und hier eben aus meiner Sicht dieses Missverständnis, der Nasdaq mit einem der besten Quartale seit einer Dekade, 17% nach oben gegangen. Zweitbestes Quartal, nur 2022, das dritte Quartal war noch besser. The Fed in beiden Fällen, so wird gesagt, nämlich da im dritten Quartal 2022, wie auch jetzt, sei eben die Bilanzsumme der Fed gestiegen. Und jetzt gucken wir uns rechts aber mal an, was die Geldmenge sagt. Also das, was eigentlich Liquidität ist, nämlich die reale Geldmenge M2, die ist über 7% gefallen, knapp 8% gefallen zuletzt. Also die Liquidität verschwindet eigentlich.
eigentlich aus dem System und das Ganze dürfte noch intensiver werden, weil die Banken bei ihrer Kreditvergabe auf jeden Fall rigider werden dürften. Und Alf merkt mal hier an, also okay, in den letzten 2 Jahren würde man jetzt mal die Dividenden mit dazu rechnen, hätte der S&P 500 5% gewonnen. Und die Inflation, wenn man die über die letzten 2 Jahre summiert, liegt bei 15%. Das heißt, man hat mit dem S&P 500 nach wie vor 10% verloren. So kann man es auch sehen. Und klar, ich weiß auch, Aktien sind ein Stück weit ein Inflationsschutz. Das ist richtig. Aber sie sind vor allem dann ein Inflationsschutz, wenn es eben zu Hyperinflation kommt, siehe Türkei, siehe Venezuela. In inflationären Umfeldern, also nicht hochinflationären Umfeldern, sind Aktien normalerweise gar nicht so toll. Denn es gibt dann woanders, wenn die Zinsen hoch sind, eben Kapitalmarkt oder die Geldmarktfonds, gibt es durchaus andere Renditen. Auch Sven Henrik sagt ja, okay, nennt es nicht QE. Man hat es 2019 schon nicht QE genannt, aber es ist in der Tat kein QE. Eben, wenn ich QE definiere als zusätzliche Liquidität, ja oder nein. Ich hatte vorhin versucht zu erklären, dass wir hier ja keine zusätzliche Liquidität haben. Warum steigen dann Apple und Co.? Weil man sich sagt, naja, solche Dickfische wie Apple, die sind doch sicher, das sind ganz sichere Häfen. Obwohl, wenn eine Rezession kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann die Leute genauso viele iPhones kaufen wie in wirtschaftlich rosigen Zeiten. Und jetzt sehen wir schon, dass Druck gemacht wird durch die Zentralbanken, die sagen, die Unternehmen, also solche Unternehmen wie Apple und Konsorten, die haben ihre Preise unstatthaft erhöht, die waren sozusagen Trittbrettfahrer der Inflation. Und da will man jetzt mal sich genauer diese Profit Margins dieser Firmen anschauen und sagt, das ist ja tendenziell inflationär, weil es den Kostendruck erhöht, auch der Konsumenten. Also wir sehen, da kommt jetzt langsam politischer Gegenwind. Jetzt schauen wir uns aber mal diese Profite an. Und das gilt auch für Apple, das gilt für Nvidia, das gilt auch für Microsoft. Die sind tendenziell ziemlich klar rückläufig. Hier sehen wir das, heute frische Daten, zweite Hälfte des Jahres 2022, größter Rückgang der Vorsteuergewinne der Unternehmen in den USA. Also die Politik sagt, die bösen Unternehmen, und natürlich gibt es Trittbrettfahrer, die da schlichtweg natürlich profitiert haben davon, dass die Inflation vieles versteckt hat, wo man sagen konnte, naja, wir haben ja hohe Kosten, und viele haben ja wirklich hohe Kosten, andere vielleicht gar nicht so, aber haben trotzdem die Preise weitergegeben. Was war eigentlich der Auslöser der Inflation? Larry H. Summers, ja wirklich eine prominente Figur, verweist hier auf einen Chart des Weißen Hauses, und hier sehen wir, dass dieser massive fiskalische Stimulus, der eben passiert ist in Corona, letztendlich die Voraussetzung geschaffen hat. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis diese massive Liquidität, und das war wirklich eine Zufuhr von Liquidität durch Helikopterchecks, durch Quantitative Easing der Fed und anderer Notenbanken, bis das wirksam wurde. Dann Corona und der Ukraine-Krieg haben es wirksam gemacht. Seitdem ist die Inflation nach oben gegangen, seitdem auch kein Stimulus mehr, by the way. Aber interessant auch, dass die Corporate Insider, also praktisch das Management von Firmen, offenkundig diese Rallye genutzt haben, um da rein zu verkaufen. Man hat also eigene Aktien platziert, weil man vielleicht, wie gesehen, bei den Unternehmensergebnissen sieht, naja, so toll sieht es nicht aus, und die Aktien steigen trotzdem. Das ist dann irgendwann ein Bewertungsthema. Und Bewertungsthemen haben wir jetzt auch im Bankensektor. Hier von den 25 größten Banken, oder die 25 größten Banken der USA, von denen es ja über 4000 gibt. Ich hatte gestern gesagt, dass es in Kanada alleine weniger Banken gibt als in dem kaum bevölkerten Staat, in dem Bundesstaat North Dakota in den USA. Jedenfalls die großen 25 haben 125 Milliarden gewonnen, und die anderen haben deutlich verloren. Die anderen Banken haben 108 Milliarden verloren. Warum? Ganz klar, weil eben die Leute ganz schnell umgeswitcht sind, als sie gesehen haben, es gibt im Geldmarkt eben deutlich bessere Zinsen. Ich hatte heute Morgen einen Videoausblick gemacht, wo ich versucht habe zu zeigen mit Jim Bianco, dass ab dem Zeitpunkt, wo praktisch 4% Zinsen erzielbar waren, als die Geldmarktfonds 4% ausgeschüttet haben, da setzte dieser Exodus ein von den Banken. Hier sehen wir das Ganze nochmal grafisch dargestellt von Andreas Steno Larsen. Er sagt, das ist der Major Trend hier, aber die Frage ist,
Ist das wirklich der Trend? Denn auch Konten bei JP Morgan oder Charles Schwab sind kaum verzinst. Dementsprechend könnte es sein, dass dann eben auch bei den großen Banken Mittelabflüsse perspektivisch passieren. Denn wie gesagt, die bieten ja auch keine Zinsen an. Und Stress ist im Bankensystem nach wie vor in Europa. Das sehen wir hier bei diesen nachrangigen Anleihen, bei diesen Cocobonds. Hier sehen wir, dass die Renditen hier weiter sehr, sehr hoch sind. Also keine so richtig eindeutige Beruhigung hier der Fall ist. Und eine Zentralbank ist jetzt richtig in der Patsche, nämlich die Bank of Japan. Die bekommt ja mit Ueda jetzt einen neuen Chef. Kann der umsteuern? Die Bank of Japan hat sich dem monetären Klimawandel ja verschlossen, hat diese ganze Zinsgeschichte nicht mitgemacht, betreibt nach wie vor Quantitative Easing. Aber auch in Japan ist Inflation durchaus ein Thema. 4%, das ist für Japaner schon himmelhoch. Also wie wird man da agieren? Das wird eine spannende Frage sein. Und wenn wir jetzt in Sachen Inflation mal nach Deutschland kommen, dann hatten wir heute die frischen Daten, 7,4%. In der offiziellen Headline erwartet 7,3%, zum Vormonat 0,8 statt 0,7, aber harmonisiert deutlich höher als erwartet mit 7,8% statt nur 7,5% erwartet. Energie ist nicht mehr der große Faktor. Im letzten Jahr, 24. Februar, hatte der Ukraine-Krieg begonnen. Im März dann diese explodierenden Energiepreise. Klar, dass die jetzt nicht weiter deutlich gestiegen sind, aber wir sehen Lebensmittel plus 22,3%. Und nur weil eben die Energiepreise hier so dämpfend gewirkt haben, ist das Ganze noch einigermaßen okay. Aber die Kerninflation, die ist laut Berechnungen der Commerzbank von 5,7 auf 5,9% gestiegen. Das heißt, ohne Nahrung und Energie, Nahrung auch viel teurer geworden, aber wir haben also diese Underlying Inflation, wie oft gesagt wird, die geht weiter nach oben. Hier sehen wir praktisch keinerlei Nachlassen dieser drei Teuerungsfaktoren. Und die Märkte haben auch darauf reagiert, indem die Renditen für vor allem deutsche Staatsanleihen gestiegen sind nach den deutschen Inflationsdaten. Die spanischen Daten heute waren niedriger als erwartet. Allerdings hatten die Spanier zuvor im Vormonat auch eine extrem hohe Inflationszahl. However, hier sieht man das nochmal. Kernrate steigt weiter. Das ist hier das Blaue im oberen Chart. Weiter nach oben tendierend, und was wirklich diesen Inflationsdruck ausübt, das ist nicht Gewerbe, sondern der Dienstleistungssektor, Restaurants, all diese Geschichten, hier geht es ungebrochen weiter nach oben, das heißt, da ist die Inflation, und insgesamt, selbst wenn wir jetzt nur noch in Anführungszeichen 7,4% Inflation haben, haben wir jetzt das absolute Preisniveau so hoch wie noch nie. Na gut, ich sag mal, damals 1923, da war es ein bisschen höher noch, aber da hatten wir auch noch nicht den Euro. Also seit es den Euro gibt, waren die Dinge noch nie so teuer, könnte man sagen. Und der Anstieg der Zinsen, der belastet jetzt vor allem Immobilien, Aktien, Immobilien, den ganzen Immobiliensektor, der ja so geboomt hat, weil eben die Zinsen auf Null gesenkt wurden. Dann steigen die Vermögenspreise, also zum Beispiel Immobilien. Aber wenn die Zinsen dann steigen, dann fallen die Preise für Immobilien, dann werden die Kosten für die Immobilienunternehmen, die Refinanzierungskosten immer höher. Solche Projekte im Immobilienbereich, so ganze Hausanlagen, da brauchst du sehr viel Liquidität und vielen fehlt das Eigenkapital. Das heißt, sie müssen auf viel Fremdkapital zugreifen. Dieses Fremdkapital ist hochverzinst, teuer und wird ungern vergeben von den Banken in aktueller Zeit vor allem. Und wenn wir nochmal zurück zu den Banken kommen, da gibt es einige europäische Banken, die too big to fail sind. Natürlich jetzt die UBS mit zum BIP mehr als das Doppelte der Schweiz, aber auch Banco Santander in España. Über 127% des BIPs in Holland, die ING, in Frankreich BNP Paribas, auch ziemlich dick. Die Deutsche Bank da eher noch bescheiden mit einem Drittel des deutschen BIPs, was die Bilanzsumme der Deutschen betrifft, auch so 1,5 Billionen Dollar. Kommen wir nochmal zu einem Inflationstreiber, nämlich der Politik und den Apologeten der schnellen und wundersamen Energiewende. Hier meine inzwischen zweitbeste Freundin Claudia Kempfert, die in einem Interview mit Thilo Jung ja gesagt hat, also hier dieses ganze Fossile, da müsse man die Hydra ausrotten, fossiler Krieg. Alternative Friedensenergien, so sagt sie gerne, Medien sehen Zweifel, der Sumpf muss trockengelegt werden. Also das ist nicht nur eine Verschwörungsrhetorik, das ist sogar auch eine Art Vernichtungsrhetorik. Und die Taz hat ja hier diesen Tweet gemacht, wo man den Verkehrsminister Wissing von der FDP sieht.
Wir sind die allerletzte Generation, wir kleben an jeder Autobahn fest. Wir sind hier als offenkundig als Goebbels dargestellt mit Nazi-Binde. Das ist schon ein starkes Stück. Und dann haben wir auch solche Leute wie Ulrike Herrmann, die fordern, dass Lebensmittelkarten ausgegeben werden. Fliegen und Autofahren soll verboten werden. Jeder soll maximal 2500 Kalorien pro Tag essen. Also das ist schon so abseitig, das Ganze, dass man wirklich sich sagen muss, naja, wenn da jetzt mal irgendwer kommt, der aus dem Ausland ist und der schaut sich das an, der denkt, sag mal, sind die noch irgendwie zu retten, diese Deutschen? Das ist schon so abseitig, so absurd, dass es fast schon witzig wäre, wenn es nicht unsere Zukunft kosten würde, unsere ökonomische. Wir verbrauchen nicht mal 2% des weltweiten stoßen 2% des weltweiten CO2s aus. China über 30%, so, also wo ist die Relation? Dann machen wir uns lieber kaputt, aber sind CO2-neutral. Jetzt sagen viele, naja, aber irgendwas muss man ja machen. Absolut richtig, bin dafür, dass wir so wenig CO2 ausstoßen, wie es irgend geht, aber wir müssen versuchen, über Forschung dann eben ja, irgendwie Technologien zu entwickeln, die es dann China und Indien ermöglichen, eben dieses CO2 nicht auszustoßen. Anders wird es nicht gehen. Und einer, der nicht gerade des Rechtsradikalismus verdächtig ist, nämlich Stefan Aust, ehemaliger Chefredakteur des Spiegels, sagt, es wird der Moment kommen, wo man die Realität wieder zur Kenntnis nehmen muss und man muss sehen, dass diese Politik nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Es geht schlichtweg nicht, richtig. Es kann nicht funktionieren. Es sind utopische Träume. Dass die Jugend utopisch ist, das ist ihr gutes Recht, aber irgendwann muss man eben dann auch die Realität zur Kenntnis nehmen. Wer jung ist und keine Utopie hat, hat kein Herz. Wer älter ist und immer noch diesen Utopien nachhängt, hat offenkundig keinen Verstand, könnte man sagen. Abschließend drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Krieg ist schuld an Inflation. Diese Begründung zählt jetzt nicht mehr und es entlarvt im Grunde den Politikersprech, den wir oft gehört haben, ja, ja, durch den Ukraine-Krieg haben wir diese Inflation. That is not the case, das kann man in den Daten ganz klar sehen. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Charles Schwab ist jetzt der nächste Problemkandidat. Wie gesagt, 34 Millionen Konten, 7 Billionen an Assets. Die Aktie im freien Fall, heute Abstufung durch Morgan Stanley. Zweite Empfehlung, dritte und letzte Empfehlung. Das Klumpenrisiko über die Dominanz von Big Tech, die großen Tech-Werte. Es sind wie 2021 wieder total dominant, nicht ganz gesund aus meiner Sicht, hervorragende Analyse von Wolfgang Müller. Also drei Empfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.